Wie werde ich Beamter? Beas Traum. Das ist Bea. Bea wird im kommenden Jahr ihr Abitur erreichen und überlegt sich nun, was sie nach der Schule weitermachen kann. Bea ist eine sehr gewissenhafte und ordentliche Schülerin, über die ihre Mitschüler sagen, dass sie sehr zuverlässig ist. Bea möchte auch später in ihrem Beruf eine Aufgabe haben, wo sie ihre Begabungen und Talente gut einsetzen kann. Ursprünglich hat sie einmal daran gedacht, Jura zu studieren, aber das dauert ihr viel zu lang und die Zukunft damit ist ihr zu ungewiss. Im Internet ist sie dann auf die Seite www.beamterwerden.de gestoßen. Dort fand sie sehr schnell heraus, dass sie sich mit dem Abitur direkt für eine gehobene Laufbahn im öffentlichen Dienst bewerben kann. In den einfachen Dienst möchte sie nicht, da sie dort zu wenig Geld verdient. In den mittleren Dienst wird sie vermutlich nicht gehen, denn dafür benötigt sie nur die mittlere Reife. Mit dem Fachabitur oder Abitur ist sie dafür überqualifiziert. Okay. Für den höheren Dienst braucht man ein abgeschlossenes Universitätsstudium. Das dauert ihr aber zu lang. Also bleibt für Bea der gehobene Dienst übrig. Eine Bewerbung muss Bea unmittelbar an die entsprechende Behörde schicken und das ein Jahr im Voraus. Falls sie angenommen wird, absolviert sie ein duales Studium. Das heißt, Theorieabschnitte an einer Fachhochschule wechseln sich mit praktischen Ausbildungsabschnitten in der Behörde ab. Das gefällt ihr außerordentlich gut, denn Bea möchte nicht nur theoretisch lernen, sondern auch Wissen praktisch anwenden können. Während des dualen Studiums wird sie etwa 1.000 Euro im Monat an Ausbildungsvergütung bekommen und das Beste daran ist, dass sie voraussichtlich problemlos im Anschluss übernommen wird. Sie wird dann direkt in die unterste Stufe der gehobenen Laufbahn einsteigen und einen sogenannten Inspektorenposten besetzen. Falls sie bei der Polizei genommen wird, wird sie Kommissarin. Je mehr Bea über diese Ausbildung und die späteren beruflichen Perspektiven erfährt, umso begeisterter ist sie. Nachdem sie sich schriftlich bei mehreren Behörden beworben hat, erhält sie nun Einladungen zu Auswahlgesprächen. In manchen Behörden wird zunächst ein schriftlicher Wissenstest absolviert und sie muss danach in eine Gruppendiskussion. Andere belassen es lediglich bei einem Vorstellungsgespräch, um sich ein Bild vom Bewerber zu machen. Falls Bea ausgewählt wird, beginnt ihre Ausbildung im September. Im Studium werden rechtliche Fragen im Mittelpunkt stehen. Sie muss sich intensiv mit den Gesetzen auseinandersetzen, die die jeweilige Behörde, in der sie später arbeiten wird, betreffen. Zudem lernt sie mit der Software umzugehen, mit der die Behörde arbeitet und sie lernt viel über Politik und das Entstehen neuer Gesetze. Denn Bea muss auch verstehen, warum welche Regelungen erlassen worden sind. Wenn Bea Glück hat, wird sie nach der Ausbildung unbefristet in ein Beamtenverhältnis übernommen. Damit wird sie unkündbar und genießt einige der Vorteile, die der Gesetzgeber Beamten einräumt. Als Gegenleistung für diese hohe Sicherheit muss sie dann aber auch die Gesetze so anwenden, wie es der Gesetzgeber von ihr fordert, auch wenn sie mal eine andere Meinung dazu hat. Willst du mehr über diese Ausbildung erfahren, gehe auf die Webseite www.beamter-werden.de. Hier findest du nicht nur eine Fülle an Informationen, sondern auch Bewerbungsadressen.